Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Jurassic World Evolution. Jetzt, ja. Ich schau gerade, was denn dem Enki so sauer gemacht hat. Sozial ist gut, Bestand ist okay. Gut, Bestand könnte ein bisschen viel gewesen sein. Wir haben ja in der Zwischenzeit sind ja ein paar Dinos gestorben in dem Karree. Strange. Wir aber haben ja jetzt was anderes vor. Zum einen können wir unsere Fossilien hier verkaufen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Ceratophil. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Verhindern Sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Bumm, Stromausfall. Nice. Wo? Okay, das ist, das könnte ein Problem werden. Da müssen wir schnell machen. Anfrage bestätigt. Ich glaube, der Zaun soweit, hat trotzdem genügend Strom. Es wird auch eigentlich Zeit für eine zweite Ranger-Station. Genau. So, Fast Food. Und mal ein bisschen Personal reinballern. Verkaufen für 5. Ho, 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 ho. Da war es ganz knapp, ne? Habt ihr gesehen, da hinten der Zaun, der hat kurzzeitig keinen Strom gehabt. Haben wir überall Erfolgsrate drin, sehr gut. Das ist natürlich wichtig, dass hier, dass die hier durcharbeiten. Ah, wir bekommen ja eh hier oben so eine Benachrichtigung. So, Expeditionszentrum. Velociraptor. Haben wir denn ein volles Genom von Velociraptor? Ich glaube nicht, ne? Bisher ist das unser kleiner T-Rex, ne? Also für alle, die das mittlerweile verwechselt hatten, ne? Das ist kein T-Rex hier. Das ist nur ein ganz kleiner Ceratosaurus. Ja, der T-Rex, der ist dann nochmal eine Stufe größer. Ich weiß gar nicht. Der braucht sozial einfach gar keinen. Der interessiert sich nicht für andere. Da trifft er auch direkt auf ihn. Ich weiß nicht, ob die sich verstehen. Aber es sieht so aus, als ob die sich auch gar nicht füreinander interessieren. Das ist okay. Dass die Velociraptoren ihn zwar manchmal ein bisschen anpissen und er die anpisst, das wissen wir ja. Und dass es für die Velociraptoren schwer wird zu fressen, wenn wir zwei Ceratosaurier haben. Das... Oh Gott... Okay, das ist ein Kampf. Die kämpfen.
Moment, Alter. Die haben aufgehört zu kämpfen einfach. Na, jetzt geht's weiter hier, Runde 2. Der ist finish. Finish hier. Ich habe ja sowieso die Befürchtung gehabt, dass wir teilweise. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Kommt auf die Liste. Dass wir teilweise vielleicht das hier noch splitten müssen. Wir haben ja noch ein zweites Gehege, also bauen ja noch ein zweites Gehege, vielleicht besser ausgedrückt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass wir das hier vielleicht teilen müssen. Kann natürlich jetzt sein, dass der Velociraptor merkt, so, wow. Ne, die pissen sich nur kurz an und dann ist wieder Ende. Wir müssen nach und nach gucken, welche Fleischfresser können wir in ein Gehege unterbringen. Und dann haben wir ja hier hinten noch das Gehege, das wir noch ausbauen wollen. Und da bringen wir dann einfach die anderen Fleischfresser unter. Können wir eigentlich anfangen zu bauen, ne? Wir haben gerade gut Geld. Das mal alles weg, damit wir sehen, wie weit wir bauen können. So, da kommt ein Aussichtsturm hin. Überleg, ob wir hier auch ein Hammond Center bauen. Aber eigentlich können wir die von drüben hier rüberholen dann immer. So, aber ich will hier noch so einen Turm hinsetzen. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, wie der das gerade gemeint hat. Das klang so ein bisschen sarkastisch. So, jetzt die Frage. Bauen wir da so einen Turm hin? Oder so eine Galerie? Ne, ich glaube eher so ein Turm, ne? Macht mehr Sinn. Eigentlich hier direkt so eine Galerie hinbauen. Na, da war der Weg weg. Das wollten wir natürlich nicht.
Zaun. Warte mal, lass mich mal überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Und da war wieder ein Weg weg. Wir brauchen ja noch eine Einfahrt. Ist mir gerade auch so eingefallen. Oh, eine Krankheit ist ausgebrochen. Da müssen wir dann natürlich intervenieren. Sowieso, 5 Millionen Sachen. Reserve ist leer. Der Sinoceratopf ist krank. Lege weitere Aufgabe fest. Stromausfälle haben wir. Nachschub ist unterwegs. Aufgabe erhalten. Achso, und dann ist natürlich hier hinten. So, dann müssen wir auch noch gucken mit Strom. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Weil hier haben wir noch übelst viel ungenutzten Strom. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Jetzt kommt alles auf einmal wieder. Aber keine Sorge, Leute. Wir haben alles unter Kontrolle. We have everything under control. Okay, verstehe. Liebe Leute, wir haben nichts unter Kontrolle. Ich wiederhole, wir haben nichts unter Kontrolle. Also richtiges Scheißwetter hier. Ihn juckt's nicht. Ja, ich glaube, wir müssen das wirklich irgendwie in mehrere Gehege aufteilen. Auch wenn ich natürlich am liebsten immer so große... Ich finde das so geil, wenn man so große Gehege hat, weißt du? Ich meine, das sind halt auch Riesentiere.
Da fehlt die Wegverbindung. Moment. Okay, so funktioniert das auch sehr gut. So Leute, wollen wir uns auch mal langsam darum kümmern, dass wir ein paar neue Dinosaurier bekommen. Ich hoffe ja, dass wir jetzt den Cerato auf 100 bekommen. Hier noch einmal hin. Die Lophosaurus könnten wir ja dann direkt eigentlich hier hinten hin machen. Ne? Wir haben ja jetzt da hinten. Gut, wir müssen natürlich das Gelände noch bearbeiten. So. Muss man das Gelände auch mal ein bisschen glätten. So. Ja. Ich hoffe, für so einen Dilophosaurus reicht das hier. Aber sieht soweit ganz gut aus. So, ein toter Dinosaurier. Auch an Altersschwäche gestorben. Wollte gerade Altersarmut sagen. Weiß nicht warum. Und ich finde es schade, dass die Ranger das hier anscheinend nicht von alleine nachfüllen. Kein Problem. Finde ich ein bisschen bescheuert, um ehrlich zu sein. So, Gehege. Das platzieren wir schön hier vorne. Der Rest. Dann lebend Futter.
Zack, zack. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann würde ich sagen, könnten wir da tatsächlich jetzt mal gucken, dass wir einen Dilophosaurus ausbrüten. Die Frage, die ich habe, ist natürlich, schaffen wir es, den auszubrüten, freizulassen und dann abzutransportieren, bevor ihn einer killt? Deswegen, es wäre echt eine Idee. Das müssen wir uns mal. Wir hatten ja auf der ersten Insel quasi so einen kleinen. Ja, was heißt klein? Wir hatten so einen Bereich, wo wir Dinosaurier erschaffen haben und dann abtransportiert haben. Das ist tatsächlich eine wirklich gute Idee. Wie teuer ist denn der eigentlich? 400.000. Es wäre halt geil, wenn man in die Zäune Tore reinmachen könnte, die man selber steuern kann. Weißt du, dass ich sagen kann, Tor auf, Dinosaurier kann raus. Weißt du, dann könnten wir einfach hier in dem vorderen Bereich so einen Ausgang machen. Aber wir bekommen jetzt auch gleich ein bisschen Geld für unseren keine Stromausfälle Auftrag. Ja, ich gebe zu, dass noch jemand außer mir etwas Wertvolles geleistet hat. Wir arbeiten gut zusammen. Danke. Rote Jeeps, dann sehen wir die besser. Chungo Kinko und nochmal Chungo Kinko. Sehr gut. Ah, wir bekommen das hin. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Aber wir müssen auch mal unsere. Unterwegs, um Produkt Unsere einzusammeln. Pflanzenfresser nachrüsten. Können wir immer noch ein paar Struthiomimus raushauen. Können wir da eigentlich schon wieder ein bisschen. Okay, da haben wir schon alles reingehauen, was wir nur können, anscheinend. Machen wir mal ruhig zwei Strutomimus, damit das wieder ein bisschen gefüllt Ich hätte ist. da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Vier Dinosaurier. Ja, guck mal, zwei haben wir jetzt auf dem Weg quasi. Und da kommt der Dilophosaurus. Transportiere Produkt. Das ist natürlich ein bisschen tricky, jetzt den da rechtzeitig rauszubekommen. Oder wir kapseln das wirklich ab. Ich ziehe hier einfach den Zaun. Den ziehen wir hier so lang, dass wir in diesem Bereich dann kein richtiges Gehege haben, sondern nur so ein Entwicklungslabor. Weil ich habe das Gefühl, sobald wir den tranquilizen, kommt ein Raptor, Alter, und killt den. Hier ist ja eben auch schon einer rumgesprungen. Ich habe das ganz genau gesehen. Der versteckt sich, der wartet. Der wartet im Wald. Der weiß ganz genau, was hier rauskommt. Lecker Fresschen. Für den ist das auch ein Truthahn. Haben wir eigentlich einen Edmondosaurus hier? Wir haben gar keinen Edmund? Strange. Wir bekommen nur Sachen für Chungo Kinko. Schicken wir mal direkt auf die Lophosaurus-Suche.
Der ist zu 50%, das heißt, die Strutiumimusse müssten schon fast fertig sein oder sind schon fertig. Guck mal, super geil. Erstmal unterhalten mit den Alteingesessenen. Immer wenn ich sozialisiert sich lese, denke ich immer direkt, Alter, wir spielen hier die Sims. Also wäre echt eine Idee, ne? So ein Gehege, wo du, dass wir quasi hier so einen Zaun ziehen können, weißt du? Und dann mit so einem Tor, was wir fernbedienen können. Warum gibt's sowas nicht in dem Spiel? Warum gibt es sowas nicht? Ich sehe schon, die werden uns den kaputt machen. Versuchen wir schon mal hinzufliegen. Reinlassen. Dieser Dino, der Dilophosaurus, hatte kein nach vorne gerichtetes Augenpaar wie fast alle Fleischfresser. Stattdessen verließ er sich bei der Jagd auf seinen Geruchssinn. So wie die meisten heutigen Fleischfresser. Wir sollten hinten noch ein Hammond Center bauen. Macht halt Sinn, ne? Ich meine, wie teuer ist denn so ein Hammond Center? Und hier hätten wir vielleicht Platz dafür. Produkt wurde eingesammelt. So, pass auf. Hammond Center. Ach, weil da so ein... Okay, da geht's ran.
Müssen wir natürlich aufpassen. Kann sein, dass der Dilophu gleich an uns vorbeigerast kommt hier unten. Ah, der braucht ein bisschen bis dahin. So. Und ich hoffe, dadurch, dass es an den Zaun angeschlossen ist, ist auch der Strom dann direkt da angebracht. Leute, wie es hier weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution. Wenn ihr wollt, dass es hier weitergeht, zeigt mir es einfach mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.